Ja, willkommen bei den weinenden Mädchen. Ja, wir sind hier, wo sind wir denn? Im Allgäu. Am Nebelhorn sind wir. Ja, ist der Watzmann, oder? Ja, da hinten ist das Nebelhorn oben. Wir müssen ja hier die Stahltreppe hoch, weil wir machen heute den Hindelanger Klettersteig und der ist so BC, geht aber 6 Stunden lang, weil der halt ganz lang am Grat lang geht und so. Naja, ich glaube, der Klettersteig selber dauert nur 4 Stunden. Ja, viel Spaß. Ja, haben wir es geschafft zum Gipfel, war ja echt anstrengend. Ja, können wir wieder runterfahren, oder? Ja, ja, können wir wieder heimfahren jetzt. Essen wir noch hier so eine Currywurst oder so? Der Hindelanger Klettersteig im Allgäu ist sehr beliebt. Er erstreckt sich vom Nebelhorn bis zum Großen Daumen und ist damit 4 Kilometer lang. Über sämtliche Gipfel hinweg geht es immer rauf und runter. 3 bis 4 Stunden sollten für den Steig alleine schon eingeplant werden. Ist der gerade in den Brettern oder nicht in die Lage gelandet? Nee, das macht man Beschreibung. Sieht aber aus wie Bretter mit den Leitern. Technisch gesehen ist er relativ einfach. Meist nur B mit gelegentlichen C-Stellen. Ich konnte diese nicht unterscheiden. Ja, manches war etwas schwieriger, aber hier kommt es eher auf die ausdauernde Konzentration an und wie viel Wasser man dabei hat. Auch wenn es jetzt klettersteigtechnisch nicht so interessant ist, ist die Überschreitung an sich toll und die Aussicht auf das grüne, hügelige Allgäu herrlich. Vor allem König Hochvogel, der über das Land hier zu wachen scheint. Bei so gutem Wetter wie heute staut es sich leider überall. Hinten sieht man noch die Bergstation, da sind wir heute hergekommen und dann sind wir den ganzen Weg über den Grat hinweg rübergelaufen,
hinter dem hier jetzt noch vorgelagerten Berg ging es auch nochmal hoch und runter. Und ja. Noch vor der Zwiebelstrenge brachen wir ab. Gerade mal 2/3 geschafft. Keine Lust mehr und auch keine Zeit mehr weiter zu klettern. Heftig.